Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 1. Obwohl, was heißt zurück? Eigentlich ist es ein Auf Wiedersehen. Denn, liebe Leute, ich hatte gerade die Aufnahmen eigentlich schon fertig. Musste danach feststellen, dass mein Aufnahmeprogramm einfach mal gar kein Bild aufgenommen hat. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe einfach das Aufnahmeprogramm neu gestartet und auf einmal hat es wieder Bild. Ich habe jetzt gerade Kontrollblick auf meine Vorschau im Aufnahmeprogramm. Ich habe jetzt ein Bild in der Aufnahme. Okay. Und ich will euch mal kurz was zeigen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. In der letzten Folge, die ihr noch geguckt habt, war es ja so, dass meine Ehefrau die Ernennerin des Postens war, auf den ich mich beworben habe. Zu dem Zeitpunkt wiederum, als die Ernennung war, war hier oben schon ein Jahr vorangeschritten und da war sie schon nicht mehr die Ernennerin. Was wiederum für mich eine große, große Logikhinterfragung hinter diesem Amtsernennungssystem aufwirft, was es für einen Sinn macht, sich bei dem Ernenner einzuschleimen, wenn er schon ein Jahr darauf nicht mehr der Ernenner sein könnte. Ich habe in den letzten zwei Folgen, die ich jetzt leider nicht mehr veröffentlichen kann, weil kein Bild vorhanden war, alles nachgeguckt, auch gegoogelt nochmal zwischendurch und so weiter und so fort. Ich habe nicht herausgefunden, wie lange ist eine Amtsdauer pro Posten, pro Amt. Das zweite Ding war, und das hat mich jetzt noch mehr aufgeregt. Ich mach mal kurz langsam. Diese Mine hier. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln, ein wenig steigern können. Übt nachgiebig weiter. Dann werdet ihr bald eine signifikante Verbesserung spüren. Ach, ja, so. Diese Mine hier, die stand zur Pacht frei. Ich habe an der Verpachtung teilgenommen. Ihr seht doch gerade, ich habe recht viel Geld übrig. Es waren vorher sogar 32.000 vor der Versteigerung. Ich habe bis hin zur letzten Runde mitgeboten. Jemand anders hat die Pacht zugeschlagen bekommen. Und trotzdem ist das, was ich geboten habe, abgezogen worden von meinem Barvermögen. Falls ihr euch jetzt fragt, wie hat das jetzt geschafft, innerhalb von zwei Folgen so viel Geld zu verdienen? Es war endlich mal so, dass die Topfgranaten fast 2.000 pro Stück gebracht hatten. Also da hatte ich endlich mal wegen Angebot-Nachfrage einen schönen Moment abgegriffen. Mit Eisen und Gold und Silber habe ich noch gut Handel getrieben, dass ich da wirklich gute Preise erzielen konnte. Ich habe mich einfach immer am Morgen eingekauft und gegen Mittag des Folgetages verkauft. Das scheint ein kleiner Trick zu sein, weil irgendwie wohl gegen Mittag oder späten Nachmittag die Nachfrage der Produkte am höchsten ist, weil da nämlich schon das meiste verbraucht ist. Ja. Dann hatte ich hier noch diverse Dinge probiert. Das Gedicht auf die Frau hat funktioniert. Also auf meine eigene Frau. Aber ich kann halt immer nur ein Gedicht pro Runde benutzen. Daran hätte ich denken müssen, klar. Und es hat ja eh nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert, dass sie mich ernannt hat, obwohl wir Best Friends sind und sie meine Frau ist und sie mich liebt und Zuneigung auf Maximum war. War ganz kurz vor Rundenende habe ich ihr noch einen Tausi zugeschmissen als Bestechung, damit ich wirklich die 100% hatte. Und eine Sache, lieber Rex Megge, hat nicht funktioniert. Das kann ich euch gerne nochmal zeigen. Bei den Ernennern kann man nämlich nicht nachgucken, wem sie denn gerade am meisten den Posten zusprechen würden. Da hattest du nämlich mal geschrieben, dass du glaubst, es funktioniert so, wenn man Rechtsklick draufhält auf die Person. Warum gehe ich dazu hier rein? Weiß ich auch nicht. Achso, jetzt habe ich gerade das Problem, dass es gerade keine aktuelle Wahl gibt. Obwohl, hier, Norbert Schlons Hofrat wäre ja theoretisch entweder er oder der Wotan der Ernenner vom Obristen oder Großinquisitor, theoretisch. Und genauso wie hier, wenn ich rechte Maustaste drauf gedrückt halte, sieht das auch in den anderen Ämtern aus. Achso, guck mal hier. Hier ist wieder komplett leer. Jetzt ist der Nachtwächter. Moment mal. Achso, doch, ich habe mich drauf beworben. Ich weiß es bloß nicht mehr. Sorry. Okay. Nachtwächter ist jetzt aber schlechtes Beispiel, weil wir da keinen Ernenner haben. Okay. Stadtschreiber steht frei. Der Ernenner vom Stadtschreiber ist der Ratsassistent. Der Ratsassistent, ihr seht's hier. Hier steht nur, um wen er wirbt. Aber hier steht nirgendwo, wen er für den Posten bevorzugt. Wen er wählen wollen würde. Also das hat leider nicht gestimmt, lieber Rex. War vielleicht mal in einer anderen Version des Spiels so, mit einer Mod vielleicht, auch keine Ahnung, obwohl ich keine Mods gefunden habe, aber ich dachte, ich probiere es mal. Aber gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dem Frust ein Ende zu setzen.
Stadtglaube ist egal. Oh, cool. Auch wenn ich jetzt finanziell im Aufwind war, aber die wichtigsten Sachen und die, die am meisten Spaß machen, also sprich ein Monopol zu errichten, den Ämterbaum hochzuklettern, entweder funktionieren sie nicht oder einfach nur stumpfsinnig. Wenn ich jetzt den Nachtwächterposten bekomme durch Verlosung, ja, dann raste ich aus. Zu diesem Stadtschergenamt beraten. Es gibt 4 Bewerber. Wo ist meine Bewerbung? Die Wahl ist entschieden. Hä? Warum steht da das Nimmersatt Nachtwächterposten? Moment mal. Es wird nun über die Vergabe zu diesem ehrenwerten Stadtschergenamt beraten. Es gibt 4 Bewerber. In Ermangelung eines Ernenners entscheidet das Los für... Eine Freundin von uns übrigens? Über die Vergabe zu diesem ehrenwerten Stadtschergenamt beraten. Ah, Stadtscherge war ich. Nicht Nachtwächter. In Ermangelung eines Ernenners entscheidet das Los für... Ignaz natürlich. Immer für alle anderen, nur nicht für mich. Nun gut. Kleines Resümee nochmal. Es hat definitiv wieder mächtig viel Spaß gemacht, hier wieder reinzuschauen, nach fast 20 Jahren in meinem Fall. Und selbst damals habe ich es ja schon nicht verstanden, genauso wie heute stellenweise. Aber ich hatte positive Erinnerungen dran, weil es halt was Neues war. Ärgerlich, dass einige Sachen nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, wie ich mir das denke, dass sie funktionieren sollten. Also Beispiel Amtsernennung und Beispiel Pachtversteigerung, also Ersteigerung der Pacht, so rum. Ich hätte definitiv einen anderen Beruf wählen sollen und vor allem am Anfang so schnell es geht Geld machen, um Bauplätze zu reservieren. Dass ich halt 2, 3 Betriebsplätze so an sich von meiner Betriebsklasse komplett schon geschartert hätte. Das Experiment mit dem Geldwechselding, das hat viel Zeit gekostet, viel Geld gekostet, aber ich dachte, okay, wäre vielleicht ganz cool, nebenbei noch Kredite zu vergeben. Hat ja am Anfang auch gut funktioniert, bis halt die Konkurrenz so weit war, dass die sich komplett selbst versorgen konnte mit Geld. Ansonsten, ich würde super gerne eine 2. Staffel rausknallen, aber ich hatte ja in der Montagsfolge, wie ihr vielleicht noch wisst, hatte ich euch nochmal auf die Abstimmung bezüglich GD2 hingewiesen und es sind jetzt mit dem aktuellen Stand zum 23.09.22 sind es 58 Stimmen gewesen. Wie ihr bestimmt gesehen habt, die Videos zu dem Spiel hier wiederum haben bei weitem nicht so viele Aufrufe, wie die Anzahl der Stimmen da ist. Was natürlich wieder einmal heißt, okay, die Leute sind schon wieder mal so unfair, dass diejenigen, die das Spiel noch nicht mal sich angucken oder nicht sehen wollen, einfach an dieser Abstimmung teilnehmen. Obwohl sie gar nicht gefragt sind in dem Fall. Daher, na gut, kann ich nicht davon ausgehen, dass diese Abstimmung dem entspricht, was die Zuschauer, die sich gerne die Gilde angucken bei mir, wirklich so widerspiegelt. Gleichzeitig wiederum, die Gilde 1 hat wirklich sehr wenig Aufrufe bei mir pro Video gebracht und Wiedergabezeit und Likes und was nicht alles. Auch der Umsatz stimmt nicht so und so weiter. Und ihr wisst ja vielleicht noch, ich habe vor einiger Zeit schon erwähnt, ich habe mich ja selbstständig gemacht mit dem Kanal und muss jetzt mal auch so langsam in die Gewinnzone rein, sonst krieg ich Ärger mit dem Finanzamt. Gleichzeitig bin ich gerade dabei, noch die Marke zu sichern und so weiter und so fort. Und also von daher, liebe Leute, ich breche jetzt das Projekt hier ab. Es war schön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein, wenn es dann in einigen Wochen wieder ein anderes Projekt hier gibt. Apropos, welches es sein wird, werde ich natürlich nicht verraten. Aber nochmal ein kleiner Hinweis, jetzt im Oktober ändert sich auch nochmal die Reihenfolge, welches Spiel ich wann rausbringe. Das habe ich ja nochmal in der Kanalübersicht sichtbar bei dem Abstimmungs-Sonderfolge-Video zu Mount & Blade 2 nochmal detaillierter beschrieben. Also, macht's gut, schönen Abend noch und bis hoffentlich bald.